Hi Caro, was sagst du zu Sui? Ich habe da ein ganzes Video drüber gemacht. Wenn du bei uns bei den Videos auf die Playlist gehst, bei Coin-Vorstellungen, guck dir das an. Ich glaube, vor einem Monat haben wir das gemacht. Dann weißt du ganz genau, was ich davon halte. Hätte ich Sui noch vor Aptos mir angeschaut, hätte ich eher Sui statt Aptos gekauft. Weil ich denke, die haben mehr Potenzial, die haben mehr Anpassungen gemacht und nicht teilweise eine direkte Kopie von dem, was sie bei Meta geplant haben, übernommen. Ich finde, Sui hat da ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt und diese Announcement, dass die so ein Gameboy, so ein Handheld-Gamepad da entwickeln, finde ich ziemlich stark, um den Übergang in Web3 und Web3 Gaming damit zu revolutionieren, halte ich für einen sehr, sehr starken Schritt. Das war auch einer der stärksten Gründe, warum ich zu den Bärenmarktzeiten in Silica rein investiert habe. Weil ich die Announcement gesehen habe, dass die an einer Spielkonsole arbeiten, also jetzt nicht nur so ein Gameboy-mäßigen, sondern wirklich sowas wie so eine PlayStation oder Nintendo, wie heißen die jetzt? N64 wollte ich gerade sagen, aber das ist ein bisschen älter jetzt für die älteren Generationen, aber ihr wisst schon, was ich meine. das war schon heftig und ich dachte, wow, wenn die wirklich diesen Schritt machen, dann sollte ich jetzt schon mal reingehen. Das würde für einen extrem starken Hype-Pump eventuell sorgen bei dem Coin. Aber bis jetzt haben wir nichts mehr davon gehört. Pustekuchen, ne? War das eventuell einfach nur eine Marketingstrategie, um Investoren durch Spekulationen, so wie ich es getan habe, dort reinzubewegen? Ja, wenn, dann hat es bei mir auf jeden Fall funktioniert. Aber ich habe da jetzt auch nicht eine Riesensumme reingetan. Eine passable Summe, ja. Aber jetzt verhältnismäßig gesehen bei den Projekten, wo ich wirklich viel reingesteckt habe, nicht zu viel. Aber ja, nichtsdestotrotz ist Silica Gott sei Dank ein Plus. Ich glaube, ich bin damit 2x oder fast 3x jetzt im Plus. Natürlich jetzt, wo wir korrigiert haben, nicht mehr wahrscheinlich. Aber ja, im Bull and Top werde ich das einfach los und alles gut. Da werde ich auch meine 4, 5, vielleicht 10x damit machen. Oder wenn ich Glück habe, vielleicht 20, 30x. Wer weiß, wie das noch in Zukunft ausrastet. Ja, darum warten wir mal ab. Warten wir mal ab einfach, was Sui macht und ob das jetzt auch so ein Rohrkrepierer ist wie bei Silica und sie dann doch nicht damit rauskommen, sondern eine Marketingstrategie war. Das muss man natürlich auch immer wieder abwarten. Ne? Für all die neu sind und eine Exchange suchen, wo sie einkaufen können, beziehungsweise einen Broker, die gehen über unseren Link in der Videobeschreibung auf Bitpanda. Ihr seid hier EU-reguliert unterwegs, habt eine BaFin-Lizenz. Ihr könnt hier moderne und neue Kryptowährungen, die relativ schnell gelistet werden, auf Bitpanda einkaufen und über 300 verschiedene Kryptowährungen mit den verschiedensten Services. Darum geht über unseren Link in der Videobeschreibung auf Bitpanda, meine Lieben, und genießt diesen Service.